Moin Leute, die Pfeiler hier und bevor das Video startet, der Hinweis an der Stelle, schaut gerne mal auf Instagram vorbei für aktuelle Live-Einblicke, wo ich auch immer so ein bisschen meinen täglichen Bullshit quasi mit euch teile, wenn ich nicht live bin. Da könnt ihr auch gerne mir Privatnachrichten schreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, gerne mal reinfolgen und auch auf Twitter könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Da poste ich öfter mal so kleinere Umfragen oder einfach so eine kleine Fragerunde, wo ihr quasi auch Fragen stellen könnt. Folgt mir da gerne auch mal. Und zu guter Letzt auch gerne auf meinen Discord mal joinen. Da gibt es auch einen extra Kanal, der nennt sich Stream-Vorschläge. Da könnt ihr auch Videovorschläge oder Fragen reinschreiben, die wir dann zusammen im Stream beantworten. Und jetzt geht's los mit dem Video. So, moin moin Leute, die Pfeiler hier. Willkommen zu einem neuen Video von mir auf meinem Kanal. Endlich mal wieder ein neues Video. Ich war etwas inaktiver. Sorry auf jeden Fall dafür. Ich war einfach ungefähr 2,5 Wochen, ja, mehr oder weniger krank. Konnte nicht wirklich gut sprechen. Tut immer noch ein bisschen weh momentan. Aber ich wollte heute unbedingt wieder ein Video machen. Denn es gibt einfach einige Themen, die wir besprechen müssen. Ich möchte in dem Video heute vor allem auf die World-PvP-Situation nochmal zu sprechen kommen. Obwohl sie natürlich eigentlich auch heute aufhört oder besser wird, weil quasi die Battlegrounds heute erschienen sind. Ich war eben gerade schon im Alltag drin und da werde ich auch gleich noch ein bisschen was zu sagen. Vorab, ich habe echt bei vielen mitbekommen, habe da sehr viel Feedback bekommen und auch im Stream haben mir das sehr viele Leute gesagt, dass viele halt echt absolut keinen Bock mehr aufs aktuelle World PvP hatten. Und ich muss sagen, ich spiele Schurke, dadurch habe ich natürlich das nicht so krass wahrgenommen wie andere. Ich bin relativ entspannt auch noch in den Blackrock reingekommen zum Beispiel. Ich bin dann vielleicht ein oder zweimal gestorben, aber ich habe echt von vielen Leuten gehört, ja, die es dann echt so eine halbe Stunde durchsterben mussten, damit sie dann irgendwie eine Runde BRD oder so machen konnten. Und da kann ich natürlich schon verstehen, dass da bei vielen Leuten einfach ja, die Laune in den Keller geht, wenn man einfach nur noch überall abgefarmt wird. Und ja, muss ganz ehrlich sagen, ich hätte mir so auch nicht vorgestellt. Und bevor diese ganze World-PvP-Situation quasi so entstanden ist, war ich auch immer jemand, der eigentlich das cool fand, dass wir mal die Situation haben, dass wir quasi noch keine BGs haben, sondern die Leute wirklich ins World-PvP gezwungen werden. Ich fand es irgendwie cool, den Gedanken, dass wirklich so ein richtiger Krieg in der offenen Welt entsteht. Ich glaube aber, dass vor allem der erste Faktor, nämlich die unglaublich hohe Bevölkerung von den Servern, dazu geführt hat, dass einfach viel zu viel abgecampt wurde und es einfach viel zu viel war. Ja, es ist einfach, dass die Leute im Level 50er Plus Bereich quasi gar nicht mehr leveln konnten. Und auch die 60er wurden quasi von allen anderen Aktivitäten abgehalten. Und selbst in Ironforge, wir gehen gerade mal hier rein, ich habe hier mal so ein kleines Video vorbereitet, habt ihr vielleicht auch schon gesehen. Also auf dem EU-Server Flamelash hier zum Beispiel, da hat einfach mal, ja, die Horde im Grunde genommen komplett Ironforge übernommen. Also komplett krank eigentlich. Und ganz ehrlich, da ist natürlich jetzt eine Ausnahmesituation, das ist auch der einzige Server, wo es wirklich so dramatisch wurde. Es wurde aber auf einigen deutschen Servern sogar ähnlich dramatisch. Zum Beispiel auf Lucifron habe ich auch mitbekommen, haben wir mittlerweile anscheinend ein Verhältnis von 80% Horde-Spielern und 20% Ally-Spielern gehabt. Und da sind auch sehr viele Gilden wegtransferiert, deswegen, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, dass es da auch einige Probleme gab. Und ich, also das muss ich ganz ehrlich sagen, mit so einer Entwicklung habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das fand ich echt krank, irgendwie, dass manche Server wirklich, ja, dass man nicht mal mehr in Ironforge komplett sicher war eigentlich, ne? Ich meine, auf Patchwork habe ich es auch erlebt, klar. Man wurde des Öfteren mal, wenn man PvP geflaggt war in Ironforge, weggeballert von ein paar Schurken. Da waren schon viele Schurken auch, die da Ehre gefarmt haben. Aber es war bei weitem nicht so, dass die Horde irgendwie die komplette Stadt kontrolliert hätte. Und das ist auf jeden Fall ein Zustand, wo ich meiner Meinung nach wirklich finde, dass da Blizzard hätte eingreifen müssen und es nicht so weit kommen lassen sollte. Könnt ihr gerne mal eure Meinung in den Kommentaren zu schreiben, wie es bei euch auf dem Server ausgesehen hat. Ich habe natürlich von vielen PvE-Servern mitbekommen, dass da natürlich viel entspannter war, logisch, weil man da ja eben quasi einfach PvP komplett ausstellen kann. Aber schreibt mir gerne mal eure Meinung in den Kommentaren, wie es auf eurem Server aussah, ob ihr quasi auch echt in Ironforge komplett vernichtet wurdet von der Horde.
Das ist natürlich auch so ein Punkt, der auch sehr interessant ist einfach, dass einfach auf jedem Server mehr Hordler am Start sind. Das ist ein Phänomen, was man schon von Privatservern kennt. Ich habe jetzt eine sehr lange Privatserver-Vergangenheit auch und da war es eigentlich immer so, dass immer mehr Hordler am Start waren. Ich weiß gar nicht, womit das zusammenhängt. Ich glaube einfach, die Horde vom Feeling her gefällt vielen einfach besser. Und natürlich gerade auch PvP-Spieler spielen lieber Horde, weil die Horde einfach die besseren PvP-Ratios hat. Gerade der Ork und der Untote sind da einfach sehr beliebt. Und ich glaube, das hat auch nochmal dazu geführt, dass quasi so dieses, und das, oder das hat augenscheinlich dazu geführt, dass dieses Ungleichgewicht von Ali Horde nochmal mehr drunter gelitten hat. Ne? Weil einfach viele Ali-Spieler sich abgefarmt gefühlt haben von den Hordlern, weil die Hordlern oft in Open-World-PvP-Szenarien quasi in der Übermacht waren. Und deswegen haben viele, ja, auch PvP-interessierte Ali-Spieler wirklich keinen Bock mehr aufs Spiel gehabt, ne? Weil sie einfach nur noch abgefarmt worden sind. Und ja, fand ich schon krass irgendwie, dass sich das alles so entwickelt hat. Hätte ich auch ehrlich gesagt so nicht vorhergesehen. Ich war eigentlich auch jemand, der diese anfängliche Entscheidung von Blizzard, die Battlegrounds quasi also heute zu bringen, am 10. oder 11., 12., wie auch immer, nicht so gut fand, weil ich dachte, hey, nee, ihr weicht da von eurem ursprünglichen Plan ab, von eurem Content-Plan, von den 6 Phasen und finde ich nicht in Ordnung, finde ich nicht gut. Ich möchte nicht, dass noch mehr Content gerusht wird, mehr oder weniger. Jetzt mittlerweile sage ich, okay, wenn ich mir anschaue, wie krank es wirklich auf manchen Servern geworden ist, wo dann wirklich die gegnerische Fraktion quasi die Hauptstadt übernommen hat, finde ich es gut, dass quasi die BGs kommen. Denn ich glaube einfach auf den Servern, wie wir sie quasi haben in Europa und auch in Deutschland und auch natürlich in Amerika, dass wir wirklich zum Teil 10.000, 12.000 Leute drauf haben, da ist wohl PvP einfach in der Art und Weise nicht tragbar. Es sind einfach zu viele Spieler, die und auch zu viele Ranker, die wirklich Ehre haben wollen, auf Biegen und Brechen jede Woche und die dabei, ja, sprichwörtlich über Leichen gehen und auch die Leute abfarmen und so weiter. Es geht einfach nur darum, Ehre zu machen. Und da haben wir einfach zu viele Leute. Und deswegen finde ich es gut, dass die BGs heute gekommen sind. Trotzdem muss ich sagen, ich fand es eine spannende Phase irgendwie. Und es war auch für mich interessant, einmal zu sehen, ja, warum man eigentlich dann doch instanzierte Schlachtfelder eigentlich in so einem MMO braucht. Weil einfach, ja, wir gesehen haben, was für ein Außenmaß das annehmen kann, ne? Und ich habe mich immer so, ich finde es halt auch interessant, weil ich, als ich so früher Retail WoW gespielt habe, auch so zur WoTLK fing das schon an, habe ich mich manchmal so gefragt, warum entfernt man nicht einfach so die Wachen komplett aus den Hauptstädten? Dann würde es mal richtige Kämpfe geben zwischen den Fraktionen und so weiter. Und jetzt haben wir wieder, ja, gute Gründe gesehen, warum man Wachen in den Hauptstädten braucht und warum man auch einfach, ja, so Mechanismen haben muss, um einfach auch die Spieler auch mal voneinander fernzuhalten, ne, damit man auch wirklich mal Ruhebereiche hat. Ich glaube, viele haben sich einfach gar nicht mehr sicher gefühlt auf ihrem Server und gar nicht mehr, ja, das ist so, also komplett komisches Feeling, glaube ich so, ne? Wie gesagt, ich als Shulk habe es relativ entspannt noch gehabt, weil ich immer unsichtbar gehen konnte. Dann hatte ich mehr oder weniger meine Ruhe, ne? Aber ich glaube, viele hatten da echt keinen Bock mehr drauf. Und es war eine interessante Erfahrung. Es ist natürlich schade, dass jetzt einige Fraktionsungleichgewichte auf einigen Servern quasi noch mehr dadurch verstärkt worden sind. Das ist eine unglückliche Entwicklung. Ich habe auch schon gehört, dass die Transferpolitik von Blizzard da auch nicht unbedingt so clever war zum Teil, weil dadurch halt echt, ja, manche Ali-Gilden einfach abgehauen sind, weil sie so massiv in der Unterzahl waren und jetzt quasi am Ende aber auf einem Server landen, wo einfach viel mehr Ali-Spieler sind und die Horde da in der Unterzahl sind und man irgendwie wieder so ein Ungleichgewicht hat. Also irgendwie ist es alles sehr, sehr komisch und ich hoffe einfach, dass Blizzard in den kommenden Wochen und Monaten noch Möglichkeiten finden wird, um diese Ungleichgewichte irgendwie wieder auszugleichen. Gut, kommen wir mal zu den positiven Nachrichten. Die Battlegrounds sind quasi heute online gekommen. Ich bin hier gerade auch schon in Stormwind, bin Hauptmann auch übrigens geworden hier. Rang 7 habe ich erreicht. Habe ich mich selber drüber gefreut, habe mir hier direkt dann die Hände und die Füße gekauft und war auch schon im Alltag drin. Steht quasi hier der Anmelder und gegenüber steht hier der Warsong-Anmelder. Hier, da war ich noch nicht drin.
Und Maltrak war ich schon drin. Und ja, was soll ich sagen? Manche haben so ein bisschen ironisch drüber schon berichtet. Von wegen, jetzt hätten wir quasi nicht mal das nervige World PvP, aber dafür quasi die das, den nervigen Altrak-Grind mehr oder weniger, so vom Regen in die Traufe, so eine Art. Ja, anscheinend ist Altrak die neue Ehre-Meta. Also wenn ihr maximale Ehre machen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall ins Altrak reingehen. Man hat jetzt schon wieder herausgefunden, die ganzen No-Lifer und so weiter, dass man im Altrak deutlich mehr Ehre macht anscheinend. Es könnte sich nochmal ändern in den nächsten Wochen und Monaten, weil natürlich auch gerade sehr, sehr viele Leute Altrak gehen, weil jeder den Altrak-Ruf haben möchte. Denn die Altrak-Belohnungen, wenn ihr quasi da ehrfürchtig erreicht habt, sind einfach sehr, sehr lukrativ. Ne? Wir bekommen ein anderes Mount hier noch mit, haben vielleicht viele Bock drauf. Wir bekommen sehr gute Offhand-Gegenstände für Magier und so weiter. Und wir bekommen vor allem auch hier diese beiden Ringe. Einmal hier für Caster und einmal hier für Melees, die einfach sehr gut sind. Also 11 Ausdauer, 1 Crit, 1 Hit und 16 ATP ist einfach sehr, sehr stark. Und wir haben von einigen Leuten schon mitbekommen, die im Stream gesagt haben, dass sie ungefähr, also amerikanischen Streamern, die ungefähr einen Tag oder anderthalb Tage gebraucht haben, um ehrfürchtig im Altrak zu farmen in der momentanen Situation. Also da könnt ihr den, danke Oni an der Stelle, sehr gut Ehre farmen im Altrak und aber eben auch den Ruf farmen momentan, weil einfach jeder Altrak pusht. Das heißt, ich empfehle euch wirklich, wenn ihr euch für diese epischen Gegenstände hier interessiert, und das solltet ihr eigentlich, denn es sind sehr gute Gegenstände, dann geht so schnell wie möglich ins Altrak rein. Leute, ey, muss die Scheiße genau jetzt hier stattfinden. Okay, geht so schnell wie möglich in Altrak rein, farmt euch da auf ehrfürchtig, denn es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt ehrfürchtig zu machen, wo jeder Altrak farmt, dann geht das BG immer instant auf. Ich glaube allerdings, wir werden da auch in den kommenden Wochen, Monaten immer fast einen Instant Invite haben, denn ihr seht hier schon, wie unendlich viele Altraks offen sind, denn wir sind mit komplett Europa im BG Realm Pool. Das heißt, wir sind quasi mit Russen drin, mit, keine Ahnung, Spanier, mit allen möglichen Leuten aus komplett Europa. Es werden quasi eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit wahrscheinlich EGs für euch offen gehen. Und die Altrak-Meta sieht momentan so aus, dass man quasi wirklich aneinander vorbeireitet. Man hat so 7- bis 9-minütige Altrak-Schlachten momentan. Beide Raids reiten wirklich aneinander vorbei. Versuchen einfach nur so schnell wie möglich den gegnerischen Endboss zu killen, um quasi die easy Ehre mitzunehmen. Das ist immer so ein Phänomen, was gerade am Anfang auftritt, weil einfach viele Leute sehr viel Ehre farmen wollen und auch den Ruf schnell haben wollen. Es kann aber sein, dass es nochmal kippen könnte und es dann auch vermehrt zu Zerg-BGs kommt, wo man wirklich, ja, dann mal eine Stunde oder eine halbe Stunde im Altrak drin verbringt, weil einfach eine Seite komplett dicht macht und es einfach ein Zerg-Altrak wird. Und dementsprechend, ja, dann nicht mehr so gut von der Ehre sein wird. Ja, ich bin mal gespannt, ob sich die Warsong-Stammgruppen am Ende dann doch durchsetzen werden. Da mal eine Frage an die PvP-Spieler unter euch, die vielleicht jetzt auch schon in dem einen oder anderen BG drin waren heute. Oder vielleicht auch, wenn ihr jetzt im Laufe des Tages quasi im BG drin wart. Denkt ihr, langfristig wird sich das AV wirklich als Top-Ehre-Methode herausstellen? Oder werden dann die Warsong-Stammgruppen doch eher die quasi maximalen Ehrewerte in der Woche erreichen. Wie gesagt, wir reden hier vom wettbewerbsorientierten PvP. Ne? Natürlich die Leute, die einfach nur chillen wollen. Gönnt euch Altrak, gönnt euch Warsong. Macht beides Laune. Ich bin mehr so der Altrak-Spieler, weil ich so dieses nach der Flagge hinterherjagen einfach nicht so feiere. Aber ja, schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare, was ihr langfristig denkt, womit man quasi mehr Ehre in der Woche machen wird. Mit Altrak-Grind oder mit dem Warsong-Grind. Ich denke, dass viele Altrak bevorzugen werden, weil es natürlich einfacher ist. Ne? Man braucht keine Pre-Made im Grunde genommen. Man muss sich nicht mega absprechen. Warsong ist natürlich deutlich mehr Aufwand. Ne? Man braucht immer 10 Leute, muss richtig gut zusammenspielen, macht halt auch Bock. Ich denke, viele werden da einfach auch Bock drauf haben. Ich hätte da auch Bock drauf. Es beißt sich aber so ein bisschen mit meiner Stream-Aktivität, wo ich dann doch immer gerne auch auf den Chat eingehe und auch einfach in Ruhe mit euch rede. Und wenn ich dann immer so wochenlang jetzt quasi mit 10 Leuten in einer Gruppe wäre, dann wäre das vielleicht nicht so entspannt für mich im Stream und deswegen werde ich wahrscheinlich eher im Altrak meine Ehre machen. Und ja, in dem Sinne würde ich sagen, WoW Classic ist immer noch am Leben.
Ich habe auch einige Videos und so gesehen zu dem Thema auch schon, die so ein bisschen gefragt haben, ob das aktuelle World PvP Classic quasi killen würde, so eine Art, ob WoW Classic sowieso irgendwie sterben würde, ob der Hype vorbei wäre. Der Hype mag vielleicht ein bisschen abgeflacht sein, das ist aber auch logisch, das ist auch so eine natürliche Entwicklung, die Kurve geht immer einfach irgendwann nach unten. Ich denke, das ist auch einfach normal. Ich glaube aber nicht, dass das Spiel tot ist, auf gar keinen Fall. Ich habe immer noch mega viel Bock auf WoW Classic, auf PvP, auf Raiden und so weiter. Und immer noch Bock, Videos zu machen, jetzt auch hoffentlich wieder mehr. Und in dem Sinne hoffe ich, dass ihr auch, wie gesagt, jetzt wieder mehr Freude am Spiel findet mit den Battlegrounds. Und ich bin mal gespannt, welche Ränge wir alle noch so erreichen werden. Schreibt mir gerne mal eure Meinung unten rein zu den ganzen Themen, die ich heute angesprochen habe. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns entweder im nächsten Video oder auf Twitch, wo ich dreimal die Woche live bin. Sonntag, Dienstag und Donnerstag immer ab 18 Uhr. Natürlich auch unten verlinkt. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.